Ja, bauen wir gleich aus. Würde ich gleich sagen, also so wie ich es gerne hätte zum Schluss. Ach so. Ja, da bräuchte ich eigentlich wieder. Wir kompostieren doch die ganze Zeit. Ich brauche eigentlich normale Steine, denn ich würde gerne den ganzen Boden hier aus diesen fertigen Steinen machen. Da bräuchte ich eigentlich mehr davon, wenn ich ehrlich bin. Natürlich nicht aus den schwarzen, sondern einfach nur aus stinknormalen. Jetzt muss ich nur noch stinkende Steine finden. Sollte ja kein Problem sein. So. Ande Süd, Ande Süd. Hier Gneis. Das sieht. Mal normalen Cobblestone. Zack. Das warten wir kurz, bis es durchgebrannt ist. Hier machen wir kurz weiter. Habe ich noch. Nein. Da habe ich noch ein bisschen Holz. Das können wir einfach auch verwursten. Gar kein Problem. Den brauche ich eigentlich gerade auch nicht. Ich habe so viel Mist in meinem Inventar immer. Aber das ist wichtig, das brauchen wir. Ein Glück habe ich das ganze Petroleum, das brennt echt super lange. Brauche ich für mein Vorhaben. Machen wir hier schnell Bricks raus. Ich brauche nicht alles als Bricks, das weiß ich, aber das bisschen, was ich da noch übrig habe, sollte reichen. So, dann habe ich auch haufenweise Knochenmehl. Das läuft auch super hier. Das war's schon wieder damit. Unglaublich, wie schnell das verschwindet alles, oder? Komm mal her. Vielleicht spawnt er gleich da drin. Ich hätte gern dich da. Ich mag deine Knochen. Und zwar will ich alles mit diesen Steinen hier auskleiden. Warum kann ich das nicht mitnehmen? So, es ist ein Anfang, aber müßig ernährt sich das Eichhörnchen und wir sind ein hungriges Eichhörnchen. Und es ergibt überhaupt keinen Sinn, was ich hier sage. So wie vieles, was ich sage, keinen Sinn ergibt. Okay. Braucht man nicht. Das ist normaler Cobblestone-Cobble. Cobble, Gravel, Andesit. Andesit brauchen wir auch gerade nicht. Marmor brauchen wir nicht. Marmor brauchen wir nicht. Andesit ist auch nicht. Nur normalen Cobble. Und so langsam leert sich das Inventar da oben auch wieder. Das nehmen wir auch mal mit. Das gehört nämlich auch nicht rein. Das kann ich nämlich hier reinpacken. Und was machst du in der Minecraft-LP? Primär Inventarmanagement. Ich freue mich schon drauf, wenn wir dann irgendwann das nicht mehr machen müssen. Aber es ist gerade wirklich so. Ich mache gerade nicht viel anders als Inventarmanagement. Nichts anderes meine ich eigentlich.
nicht viel anders, ja. Gutes Deutsch. So, also typisch für meinen Kanal, gutes Deutsch. Sollten wir alle schon gelernt haben. Ich nix sprach? Das sei völlig unmöglich. Ich überlege gerade, ob ich einfach nochmal... Was bitteschön war das gerade? Einfach nur ein Griff. Okay, ich habe ja hier noch ein bisschen Petroleum. So viel habe ich zwar auch nicht mehr, aber immerhin. Nochmal 60. Ja, das wollen wir eigentlich nicht brennen. Petroleum ist ein super Brennstoff. Ich bin zwar eigentlich ein Kohle-Fan, aber das Petroleum ist einfach um einiges besser. Das kann man. Ich weiß echt nicht, was man, ob man damit noch irgendwas machen könnte. Das Toolrod hier. Braucht man aber nicht. Überall dieses komische Salpeterzeug raus. Es will aber keiner. Oh, das sollte eigentlich als Höhe reichen. Könnte ich eigentlich überlegen, ob ich darüber nochmal eine Etage machen möchte mit Gartenzeug. Ja, das könnte ich sogar machen, wenn ich ehrlich bin. Das ist gar keine schlechte Idee. Das war natürlich alles geplant. Also das hat alles einen tieferen Sinn, was ich hier mache, auch wenn der Sinn nicht von Anfang an erschließbar ist. Ich überlege bloß, ob ich hier noch eins wegnehmen muss, damit man hier reingehen kann. Andererseits könnte ich da auch so eine Slab drüber bauen später. Ich glaube, das mache ich auch. Ich drücke andauernd die falsche Taste, glaube ich. Klappe zu. Oh, ich habe noch ein paar Sticks. Ja, Moment, ich brauche. So ein Zeug. Kann ich daraus? Das ist eine Pressure Plate, okay. Ach man, noch ein paar. Weiß nicht, wie das dann aussieht zum Schluss. Wir werden es rausfinden. Wenn es kacke aussieht, lasse ich es natürlich. Weil auf kurz und lang möchte ich natürlich auch, dass es hier schön aussieht. Und wir haben echt Hunger langsam. Weil wir bereiten hier die ganze Zeit Sachen für Essen vor, aber Essen kommt dabei nicht sonderlich viel raus. Es ist nur so eine Anmerkung. Ich muss es noch eins weiter hinten machen. Es muss alles symmetrisch sein.
Alle Bäume müssen blau sein. Okay, eins weiter hinter und... Ein bisschen Schmutz, ein bisschen Kompost. So. Das war natürlich nicht gewollt. Einfach nur, dass ich das mit Fackeln auch jetzt einigermaßen symmetrisch hinkriege. Warum das menschliche Auge mag Symmetrie. Natürlich nicht immer, aber an und für sich mögen Menschen es, also ich zumindest, wenn Sachen einfach richtig aussehen. Klar, es gibt welche, die mögen, oh nee, Chaos, aber ich mag es wirklich, wenn es schön aussieht. Und sagen wir es mal, es soll ordentlich aussehen. Also wenn ich meinen Arbeitsplatz so anschaue, dann hat der das noch nicht mitgekriegt, aber ansonsten möchten Menschen, dass es ordentlich aussieht. Aha. Kann ich da direkt drauf gehen? Das passt auch von der Höhe. Das wird schon irgendwie wird das schon. Das passt dann auch hier wunderbar. Ah, als hätte ich es so vorbereitet. Fürs Protokoll, das habe ich nicht. Ich bereite, ehrlich gesagt, ich denke mir ganz oft, ja, bereite doch was vor, bla bla bla. Und Tatsache ist, ich mache nie irgendeine Vorbereitung. Auch wenn manche Sachen vielleicht... Es könnte vorkommen, dass manche Sachen so wirken, als würde ich sie vorbereiten, aber ich garantiere euch, ich bereite relativ wenig für meine Let's Plays vor. Man sieht es ja auch, wenn ich, wie lange es bei mir dauert, bestimmte Sachen einfach auf meinem Kanal erscheinen, weil ich einfach in letzter Zeit sowieso ewig lange für alles brauche. Super. Okay, wir sind am Verhungern, da sollte ich vielleicht auch mal drauf achten, auf solche Sachen. Wisst ihr, was da hilft? Käse. Ah, der gute Käse. Und Zucchinis. Ich überlege gerade, was wir als erstes anbauen wollen. Also es sollte auf jeden Fall etwas sein, was wir gut nutzen können. Beispiel. Also irgendein Obst werde ich anfangen, denn das kann ich zu Obstsalat machen und das ist gerade meine primäre Nahrungsquelle. Deshalb wäre es eigentlich nur logisch, dass ich irgendwelches Obst verwende. Das war's damit. Natürlich wären es keine Candleberries, denn die kann ich leider nicht zu Obst verarbeiten. Und das finde ich dezent blöd. So, da. Oh, weiter geht's schon gar nicht. Dann fängt hier wieder die Wand an. Vielleicht werde ich irgendwann so weit sein, dass ich da hinten einen Ernte reinstecke. Aber das könnte noch ein bisschen dauern. Ich glaube, es wird Tag. Okay.
An der Süd, an der Süd. So, Koppel. Alles gar kein Problem. Koppel. Und noch mehr Koppel, weil wir es können. Auf jeden Fall geht es so vorwärts. Sehr schön. Kann ich nicht aufnehmen? Nee. Aber ich habe Salpeter gefunden. Salz, Pfeffer und hier ein bisschen Salz. Das können wir auch gebrauchen. Aktuell noch. Ich weiß, das werden wir irgendwann nicht mehr gebrauchen können. Komm schon. Komm her, Rocky. Ich schlage keine Frauen. Erschreck mich nicht so. Blaubeeren, Erdbeeren. Ich finde beides toll. Auf jeden Fall ist eins von den Sachen, die ich jetzt hier ernte, wird da reingestopft auf jeden Fall. Blaubeeren. Die nicht, die kann ich nicht verarbeiten. Das könnten Blaubeeren sein. Die wachsen nämlich ein bisschen schneller. Ne, die wachsen langsamer. Blaubeeren waren schlecht. Keine Blaubeeren. Au! Schießt noch irgendwie mein Auge raus. Ja, das war ein Spruch aus Shadowman. Ja, ich gehe mal lieber ins Reich der Toten, bevor mich die Toten hier holen. Ich muss sagen, das Bauen hier zu unten macht mir deutlich mehr Spaß als das hier oben. Was ich immer mache. Ich drücke dann dauernd die falsche Taste und ich weiß gar nicht warum. Also hier wirklich mal ein bisschen Kreativität aufkommen lassen. Ich finde ich gerade echt schön. Beziehungsweise was Vernünftiges machen. Also die ganze Zeit da Terraform ist wichtig, aber es sollte nicht der Hauptteil des Let's Plays sein. Pfeil im Kopf haben ist auch wichtig, aber sollte auch nicht Hauptteil des Let's Plays sein. Ich hätte schwören können, ich habe einen Zombie gehört. Habe ich auch. Ich wollte gerade sagen, wo stehe ich denn drauf, aber... Okay, da muss ich noch ein bisschen wegschlagen hier. Und ehrlich gesagt, ich muss auch irgendwann die ganzen Bärenbüsche unterbringen. Wird auch noch mal ein Spaß. Ich glaube, das ist oben. Das habe ich schon ganz vergessen, dass es hier nachlädt. Hat eigentlich jemand von euch schon mal einen Super Creeper gesehen? Ich persönlich noch nie. Ich habe mich schon immer gefragt, wie die aussehen. Die sollen ja deutlich mehr Sprengkraft haben als die normalen Creeper. Und das kann einen schon richtig nerven mitunter.
Okay, das muss weg. Sollte eigentlich genug ergeben. Ich finde es komisch, dass die Animation nicht funktioniert. Ich hoffe, ich mache das dann hier nicht kaputt, wenn ich hier drauf gehe. Wenn doch, muss ich hier an den Rand vielleicht das weglassen. Ich glaube, ich mache hier erstmal Erdbeeren. Weil Erdbeeren einfach toll sind. Jeder mag Erdbeeren. Ich habe zumindest, ich glaube, ich habe noch keine einzige Person getroffen, die Erdbeeren nicht mag. Selbst Allergiker mögen Erdbeeren. Problem ist, die dürfen sie halt nicht essen. Yay! Ein Hoch auf Knochenmehl. Davon brauchen wir noch viel mehr. Ich mag Knochenmehl. Ich fand es echt super, dass sie das eingeführt haben. In normalen Minecraft fand ich das schon super. Na, endlich. Das war blöd. Ach so, wir haben schon so viel. Okay, das haben wir relativ schnell jetzt voll, schätze ich mal. Vielleicht baue ich hier unten dann irgendwann so ein spezielles Lager nur für sowas. Da müssen wir uns halt eine Zeit lang nur von Erdbeeren ernähren. Das ist okay, damit kann ich leben. Im echten Leben wüsste ich, Erdbeeren sind toll, aber wenn du nur noch Erdbeeren isst, macht das vielleicht irgendwann auch keinen Spaß. Ist das gerade despawned so schnell schon? Das finde ich aber gar nicht lustig. Okay, die hauen wir auch noch rein. Einfach nur, dass ich ein paar Saate. Ein paar würde ich gern aufheben. Die Spinne weiß, wo wir sind. Spinnen wissen immer, wo ihr seid. Das haben sie mal eingebaut. Also auch hinter Wänden wissen die, wo ihr seid. Das hier wird alles noch schön ausgekleidet. Vielleicht bleibt die Schmiede da, wo sie ist. Ich weiß es aber noch nicht. Kann gut sein, dass die irgendwann auch woanders hin muss. Blackberries, okay. Ich wollte gerade sagen, hier ist bestimmt das Brennmaterial alle. Oh, das ist sehr schön. Kann ich denn noch irgendwas hier mitnehmen? An der Süd. Das brauchen wir nicht. Ich glaube, das Vieh steht vor unserer Eingangstür. Mickmeat, keine Ahnung. Nah dran. Nicht vor der Eingangstür, aber nah dran. So. Haben wir noch irgendwas? Cobblestone, Andesit. Kupfer. Noch mehr Andesit.
Das kriegt man alles hin. Okay, das wird jetzt langsam voll. Wir brauchen die Steine wirklich alle. Ich brauche die, ich muss die, ich werde die alle da unten verbauen. Das wird noch bei Weitem nicht reichen. Wie steht's hier? Das verrottet schön vor sich hin. Da kann ich mir auf jeden Fall neues Zeug drin machen. Das Auge ist mit und bleibt aber erstmal hier. Ich weiß nämlich nicht, wo ich es zwischengelagert habe. Die können von mir jetzt auch hier drin bleiben. Die gute Milch. Die Milch macht's. Ich weiß jetzt nicht, wie lange die Erdbeeren brauchen, um zu wachsen. Wahrscheinlich dauert es eine Weile. Ich hoffe doch, die wachsen. Aber ich kann mir gut vorstellen, wenn es dann einmal läuft, dann läuft's. Okay, es kommt auf jeden Fall die Kohle, die wir brauchen. Die große YouTuber-Kohle. Ich packe erstmal ein paar Sachen da rein, die ich jetzt nicht brauche, direkt. So, mir passt da nicht rein. Was ist das? Kaktusfrucht, die sollte man vielleicht auch mal... Das wollte ich eigentlich zur Erde machen, aber egal. Lalalala. Wir haben alle schön viel Spaß, während ich hier was aushebe. Ihr habt jetzt gefällig Spaß. Okay, bis dahin müssen wir. Ich heb viel zu tief aus. Ah. Ich bin schon wieder voll der Held. Bis hierhin müssen wir bloß. Haben wir noch ein paar Fackeln? Irgendwo sind welche. Ich komme wieder. Wieso ist unser Inventar immer so schnell voll? Ach, die Zucchini. Verknuspern wir mal schnell. Und die Melone auch. Dann habe ich nämlich ein bisschen mehr Platz. Ich hoffe, das klappt alles so, wie ich es mir vorstelle. Denn wenn dann unsere Nahrungsmittel gesichert sind, wie gesagt, kann ich mich dran machen, dass ich hier andere Leute auf den Server hole. Ich könnte es natürlich jetzt schon machen und die könnten mir helfen beim Anbau, aber... Ich sehe schon kommen, dass wir alle eines grausamen Hungertodes sterben.